Patienten es Fixerstunden gibt und wo man sich austauschen kann, wo man mit Fachleuten und Ärzten reden kann, ist die Zahl der HIV-positiven Junkies signifikant zurückgegangen. Aber es lauert eine andere Gefahr. Und die ist im Zunehmen begriffen. Und die heißt Hepatitis C. Und Hepatitis C ist leichter übertragbar als AIDS. Und es ist eine Konsumentengruppe, die betroffen ist, die kaum daran denkt, dass sie Gefahr laufen. Eine Konsumentengruppe, die an Drogeninformationsstätten vorbeigehen, das haben sie ja nicht nötig. Die konsumieren ja nur Kokain, Börsenmakler, Bankangestellte, Fernsehfritzen, Politiker und andere mehr Freischaffende. Leute, die viel arbeiten, die konsumieren Kokain. Ob in der noblen Cocktailbar, nach dem Champagner oder im Underground Club hier in Berlin, konsumiert wird in ähnlicher Methode. Meistens mehrere Personen zusammen auf einer Toilette. Es ist das einzige Separé, was es in öffentlichen Lokalen gibt. Es muss schnell gehen, denn je nachdem wo, ist da schon eine Schlange, mehrere Leute, die warten. Und es muss schnell gehen. Das heißt, der eine nimmt die Kreditkarte, der andere die Telefonkarte und es wird schnell kleingehackt und ein paar Linien gemacht und einer rollt eine Banknote. Und dann geht es die runter, jeder nimmt da schnell die Kreditkarte, die Banknote und wird reingezogen. Und vor allem Kuxer. Kuxer wird nicht so lang. Kuxer muss oft schnupfen, alle halbe Stunde bis Stunde. Mit einer der Crystal, also der Methamphetamin nimmt, ist dabei besser dran. Das wirkt 10, 12 bis 20 Stunden, je nach Gewöhnung. Das heißt, der kommt mit zwei Nasen die ganze Nacht aus, während ein Kuxer, der braucht da mindestens ein Dutzend. Wer oft schnupft, verletzt seine Schleimhäute in der Nase. Und da gibt es kleine Furunkel, Pickel, Karwunkel, wie das so alles heißt, was man da kriegen kann. Und dann ist die Nase etwas verstopft, also zieht man noch schnell ein bisschen von Klopapier und schneuzt sich so richtig. Und dann, ja, bohrt man vielleicht noch in der Nase, um diese Kruste rauszuziehen. Und jeder steckt diesen Geldschein in die Nase. Und der Erste hat ein bisschen eine Blutung und hat vielleicht eine Hep C. Und die anderen 30 noch gesund, haben keine Hep C, kein HIV, kein Herpes, aber eine leicht verletzte Nase. Und es findet eine Übertragung von Kartoffelsymptomen statt. Wir müssen aber schon eine Blutauffahrung. Ja, ja, anständig. Also die meisten Kuxer, die sagen wir länger als 3-4 Jahre regelmäßig kuxen, die bluten häufiger aus der Nase. Also so was an Dauerkuxer bei uns an Event-Rave-Ständen vorbeikommen, die haben Nasenprobleme. Dann wiederum, wenn man denkt, man hat eine kerngesunde Nase und da ist auf keinen Fall irgendwo eine kleine Blutöffnung, dann ist man auch nicht in Gefahr. Nein. Also es genügen minimale Öffnungen und vor allem die Schleimhäute absorbieren. Sie absorbieren eben nicht nur den Wirkstoff, sondern sie können auch durchaus durch den Wirkstoff hinreichend genügend durch den Schleim kann das Virus rein. Also man schätzt, es gibt da verschiedene Untersuchungen, vor allem in Kalifornien, dass etwa 12% der Hepatitis C-Fälle aufgrund nasaler Übertragung. Und es bedeutet kein Konsumverzicht, es bedeutet keine große Mühe, wenn jeder aus einem Stückchen Papier oder was auch immer, Flyer liegen ja meistens genügend drum, dass er einen kleinen Flyer nimmt und jeder macht sich sein eigenes Flöschchen. Das kann, es ist eine Kleinigkeit, aber es kann wirklich viele Jahre gesundes Leben bedeuten. Und eine saubere Information, eine seriöse Information diesbezüglich,
wird auch befolgt. Eine Information, du sollst nicht, du darfst nicht und das ist gefährlich, das interessiert die Leute nicht, weil die wollen schrumpfen. Aber wenn man sagt, wenn man das und das und das beachtet, dann lebt man vielleicht 10 oder 20 Jahre länger völlig gesund. Da kommen nämlich noch die Kumulierungen von Krankheiten hinzu. Und es gibt Leute, die denken, naja, ich bin HIV-positiv, ich kriege sowieso irgendwann mal AIDS, ich muss ja eh Medikamente nehmen. Dann spielt es dann keine Rolle, ob ich dann noch AIDS kriege. Aber die Kombination von Hepatitis C und HIV führt, also eine normale Hepatitis C führt im Schnitt zu einer Leberzirrhose nach etwa 22 bis 23 Jahren. Aber in Kombination mit HIV dauert das ungefähr 6-7 Jahre. Also etwa 3-mal kürzer ist die Zeit. Solche fachlichen Informationen in gutem Austausch sein mit Wissenschaftlern, mit Ärzten auf der einen Seite, mit Szeneorganisationen und mit Partyleute auf der anderen Seite oder eben auch mit Börsianern und Bankern, die eigentlich nichts von Drogenberatung wissen wollen. Aber man kann ja ziemlich genau abschätzen, wo wie viel konsumiert wird. Man muss nur bei Pharmaunternehmen oder bei noch besser Pharmaauslieferungen nachfragen, welche Nasenpflegemittel in welchen Bereichen wie oft verkauft werden. Und da gibt es bestimmte Nasenpflegemittel, die werden pro Einwohner in Dahlem oder Charlottenburg ungefähr 20 Mal häufiger verkauft als zum Beispiel in Hohenschönhausen oder. Aber das hat auch niemand nachgeprüft, oder? Ist ja was? Das, was du gerade sagst, mit diesen Nasenmitteln. Ja, doch, ich bin mit diesen Leuten in Kontakt und tausche mich mit denen aus und bin gerade dabei, mit auch ein paar Leuten in Hamburg und in Frankfurt diesbezüglich die Statistiken zu erstellen. Aber weil das sind die Schwerpunkte, wo man Prävention leisten muss. Da sind die Orte, dadurch kriege ich raus. Wo muss ich frische Schnupfröhrchen verteilen? Aber solche Zahlen kriegt man nicht so einfach, oder? Nee. Das kostet richtig viel Geld auch. Nee, das kostet kein Geld, das kostet Überzeugungsvermögen, die entscheidenden Leute dazu zu bewegen, einem diese Daten zu geben. Ach so. Und wenn halt einer, der irgendwie in einer Pharmaauslieferung, der vielleicht auch Pharmazie studiert hat, neben Ökonomie und ein vernünftig funktionierendes Gehirn hat, denkt sich, das macht Sinn, wenn ich diesen Leuten die Prävention mache, diese Daten liefere, dann kann man besser Prävention machen. Es gibt keine Veröffentlichung dieser Zahlen bis jetzt. Nach Stadtgebieten aber, oder nach speziell, wahrscheinlich geht nur adressenmäßig. Das geht adressenmäßig, also im Grunde genommen, die haben das natürlich nach Apotheken im Computer. Aber das werden die aus datenschutzrechtlichen Gründen, können die das nicht machen, aber sie können es zumindest nach Stadtgebieten machen. Und das ist ja schon absolut hinreichend und genügend, denn es gibt ja fast so viele Apotheken wie Bäcker. Zielgerichtete Prävention und Information ist wirklich das A und O zur Minderung der Drogenproblematik. Und es gibt zum Beispiel in Berlin Clubs. Die erlauben uns nicht, frische Schnupfröhrchen zu verteilen. Gut, weil sie nichts mit Drogen zu tun haben. Ja, aber das ist doch völlig absurd. Es ist völlig absurd. Mhm. Nicht, wenn ich die schön verpacke, Schnupfröhrchen, aus Alu, hochglänzen und für dann 5 Euro, dann könnte ich die dafür kaufen, denn große Papers verkaufen die nämlich auch am Tresen. Sogar Filtertipps verkaufen die am Tresen. Aber Schnupfröhrchen verteilen darf man nicht. Wo ist denn da die Logik? Sagt die Wirtin oder der Wirt, das ist Förderung von Drogenkonsum, wir haben Probleme mit der Polizei. Aber geht das so lange? Ja, das ist ja immer noch eine Stufe, nicht von Marihuana zu Chemie.
Ja, was heißt eine Stufe von Marihuana zu Chemie? Es ist der Konsum einer Substanz. Und das ist nicht verboten. Und ob ich jetzt... Es gibt auch Cafés, die werden geschlossen wegen Marihuana. Wobei die Behörden ja immer darauf bedacht sind, sie müssen ja, damit es rechtkräftig ist, ja mindestens einen Händler finden. Wenn alle Leute nur eine geringe Menge dabei haben und nur so viel dabei haben zu konsumieren, dann ist es schwer, das Unternehmen den Laden zu schließen. Wenn der Wirt intelligent ist, dann gewinnt er vor Gericht. Weil es gibt eben keinen unbefugten Konsum. Aber wenn in diesem Laden gedealt wird, dann hat er keine Chance mehr. Also müssen die den Handel nachweisen. Unter unbefugtem Konsum, was soll man da jetzt genau verstehen? Also den gibt es nicht. Ja, aber... Jurist, das ist einer der vielen Nonsens-Paragraphen. Nämlich, aber... Ja, wenn es keinen unbefugten Konsum gibt, dann kann man auch keine Gelegenheit verschaffen zum unbefugten Konsum. Unbefugter Konsum, also man... Der verbotene Konsum, man darf Konsum... Nee, es gibt keinen verbotenen Konsum. Das hat die Boulevardpresse und das haben gewisse Kriminalisten und gewisse Politiker den Leuten eingetrichtert. In Deutschland, der Drogenkonsum sei was Verbotenes. Es gibt keinen Paragraphen in der Bundesrepublik Deutschland, der den Drogenkonsum verbietet. Drogenkonsum ist erlaubt, egal welche Substanz. Also könnten wir uns jetzt vor einen Polizisten stellen und eine Tüte rumgehen lassen, oder? Dann bist du ja im Besitz. Der Polizist kann natürlich kontrollieren, ob du was hast. Wenn du in Berlin weniger als 15 Gramm hast, wird sowieso eingestellt. Und wenn du nichts hast, kann er nichts unternehmen. Ja, er kann höchstens die Tüte beschlagnahmen. Je nachdem, also ich habe in Berlin schon die Anwesenheit von Polizisten geraucht. Ja. Und also wenn, außer an der Hanfparade, da sind die echt herbe drauf. Aber wenn man eine Sexparade anmeldet zum Beispiel, vom Mauerpark zum Roten Rathaus, da kommt die Sitte, nicht Sexparade, da wird die Sitte angefordert und nicht das Betäubungsmittel oder Rauschgiftdezernat. Und die von der Sitte, die wissen nicht, wie man die Formulare für BTM ausfüllt. Die wissen nur, wie man die Formulare ausfüllt, wenn hinterm Gebüsch jemand rumfinden ist auf öffentlichem Grund. Und also, ja, es ist also ein Hinweis von einem LKA-Beamten, dass man immer auf der Demo was anderes hinschreiben möge, als wofür die Demo eigentlich gedacht ist. Das sei nämlich immer die falsche Polizeiethik da. Das interessiert die nicht. Das heißt, sie von der Sitte, das interessiert die nur Bohne, wie viele Bongs da geraucht werden. Während er aber Hanfparade draufschreibt, dann werden die Bongs mitsamt dem Haschisch beschlagnahmt. Wenn du das Sexparade draufschreibst, dann kannst du ein Kiff-In vom Rathaus machen. Da stehen die Uniformierten und die Zivilen und die gucken dir zu. Es ist absurd. Aber prinzipiell, es gibt in Deutschland keinen unbefugten Konsum. Ausnahmeregelungen sind das Kiffen auf Kinderspielplätzen, das Kiffen auf oder im Umfeld von Schulen. Das heißt, wo die Gefahr besteht, dass Kinder und Jugendlichen dadurch animiert werden oder in Kontakte kommen, die man nicht wünscht. Da gibt es spezielle, wie soll man sagen, Sonderregelungen. Und dieser unbefugte Konsum bei Ecstasy, bei anderen chemischen Sachen, ist das genauso? Das ist genauso. Hör doch mal auf, dann kannst du ja echt, brauchst du ja keine Sorgen machen. Kannst ja immer eine Bitte einschmeißen. Ja. Du hast 300 Milligramm Kokain in deiner Wohnung und du hörst und siehst da hell dunkel so ein komisches Licht und da-di-da-di und vor deinem Haus sammeln sich die grünen Männchen und du hörst sie die Treppe hochrennen.
Du hast einen schönen Glastisch, nimmst dein Kokain und machst drei Lines draus und rollst ein Röhrchen, legst es daneben, ziehst vielleicht noch schnell eine und die kommen hoch. Das ist nicht strafbar. Das ist zum unmittelbaren Konsum. Wenn du es aber in dein Briefchen steckst und den Rücken deiner Bibel steckst und die Finken in deiner Bibel 300 Milligramm Kokain. Ja, im Rücken vom Buch ist es nicht zum unmittelbaren Konsum, sondern es ist Besitz. Und dann kriegst du ein Verfahren im Hals. Also verstecken ist nicht immer die beste Lösung. Drei Linien, das ist unmittelbarer Konsum. Kommst du mit Gericht, ich meine, der Staatsanwalt sieht das vielleicht anders, aber spätestens in der zweiten Instanz wird ein Richter sitzen, der hat auch die Entscheide des Bundesverfassungsgerichts gelesen und weiß, das ist nicht strafbar in Deutschland. Und wenn man jetzt im Nachhinein, also mir wird da noch irgendwas nachgewiesen später, bin aber jetzt nicht im Auto gesessen und dann, ich sage ja, ich habe nur konsumiert, dann wie wird das wahrscheinlich ausgehen? Also wegen Führerschein? Ja, ich weiß nicht, manchmal prüfen die doch, oder? Ob jemand irgendwelche Drogen genommen hat. Oder ist das eigentlich sowieso unproblematisch? Also wenn man Führerschein hat, ist es natürlich problematisch. Nee, jetzt eher nicht, wenn man im Auto fährt, sondern... Spielt keine Rolle. Also wenn du mit Kokain in der U-Bahn erwischt wirst oder... Ja, ich habe zu große Augen und die wollen jetzt einfach mal checken, ob ich irgendwas genommen habe. Dann bringt es denen im Grunde gar nichts. Wenn ich nichts besitze, können die so viel in meinem... Wenn du große Augen hast und nicht am Steuer sitzt, dann dürfen die auch nicht prüfen, was du genommen hast. Das ja. Geht ihnen Scheißdreck an. Du kannst konsumieren, was du willst. Ja, du kommst juristisch garantiert durch. Wenn du am Auto sitzt und du bist Fahrer und du hast große Pupillen, dann kann die das prüfen. Das ist auch vernünftig. Denn auf Drogen Autofahren, das hat Menschenleben gekostet, das hat Leute für ihr Leben in Rollstuhl gebracht, dass das kontrolliert wird. Dafür habe ich jedes Verständnis und das ist auch vernünftig. Weil wie man das macht, ist noch eine andere Frage, gerade wegen dieser Null-Promille-Grenze, das hat ja auch der Deutsche Verkehrssicherheitstag inzwischen festgestellt, dass da also die gesetzliche Lage doch zu bemängeln sei und dass das gewisse Grenzwerte eingeführt werden müssen. Aber prinzipiell, wenn jemand Drogen konsumiert, das geht niemandem was an. Wenn du nichts dabei hast, die können auf Verdacht eine Kontrolle machen, du hast keine Drogen dabei, dann können die nichts machen. Was du konsumiert hast, hast du konsumiert. Gut zu wissen, also. Schön. Ich weiß nicht, hast du eine Ahnung, wie viele Küchen ungefähr so Ecstasy herstellen? Also sind das eher hunderte jetzt? Es ist sehr schwierig zu sagen. Also, aufgrund der Testergebnisse, es gibt erstaunliche Phänomene. Es gibt bestimmte Pillen, die sind zum Teil über Jahre hinweg, wirklich über Jahre hinweg, in absolut gleichbleibender Qualität. Und wir untersuchen ja nicht nur, wie viel Ecstasy drin ist, sondern also was nicht in den Pillenlisten veröffentlicht wird. Also hier in Berlin haben wir ja immer noch die Verunreinigung angegeben, ob es 0,01% oder 0,023% oder was auch immer war. Die sogenannte herstellungsbedingte Verunreinigungen, das sind bestimmte Säuren, die da vorkommen, die aber im Allgemeinen nicht gesundheitsschädlich sind. Aber aufgrund dieser herstellungsbedingten Verunreinigung kann man feststellen, aus was... Man kann ja auch zum Beispiel aus Safrol Ecstasy machen, nicht? Also aus pflanzlichen Primärstoffen oder eben aus rein synthetischen Primärstoffen. Das kann man daran feststellen. Also es gibt eben bestimmte Pillen, die sind über Jahre hinweg in gleichbleibender Qualität wirklich auf
Milligramm genau im Handel. Sowas produziert kein Niederhoflabor, sondern sowas produziert eine professionell ausgestattete Produktionsanlage. Das geht dann auch ganz Europa so mit dem. Und also mir ist bekannt zum Beispiel, dass Leute, die von Berlin eine bestimmte Zeit in Belgien oder Holland regelmäßig eingekauft haben und wo die Menge größer wurde, die Lieferanten gesagt haben, ja, also sie würden auch frei ausliefern. Das kämen sie billiger. Nun, wenn einem Holländer, wenn ein Holländer oder ein Belgier sagt, es kommt ihm billiger, solche Pillen in Berlin oder Hamburg oder Dresden oder Leipzig oder München frei Haus zu liefern, als den Kunden in Antwerpen oder Brüssel oder Utrecht auf den Ladentisch zu legen. Ich kann aber davon ausgehen, dass diese Pillen nicht in Belgien und nicht in Holland hergestellt werden, sondern dass sie aus irgendeinem Industriebetrieb in diese Republik kommen. Da muss man die nicht erst nach Holland schaffen und dann wieder von Holland zurück nach Deutschland, sondern kann die direkt praktisch vom Produzenten und vom Stempel, also vom Pillpresser, den Kunden ausliefern. Sicher gibt es eine ganze Reihe Hinterhofküchen, aber viel wird auch heute noch großindustriell hergestellt, weil also ich könnte mir nicht vorstellen, dass jemand, der, sagen wir, auf Studentenbasis als Chemie studiert hat, der seinen Doktor macht und sich also da die ganzen Gerätschaften beschafft, so präzise arbeiten kann, dass also wirklich aufs Milligramm genau die Proportionen und auch die Herstellungsbedingungen von Unreinigung, die minimal sind, über Jahre hinweg und statt zu liefern. Was auch noch eine andere Sache ist, ist ja auch die Menge so. Also zum Beispiel in dem Buch hier, Ecstasy Design für die Seele, da ist auch ein Interview mit einem Hersteller drin, der das halt zu Hause in der Küche sozusagen macht. Und der meinte halt auch, er stellt pro Jahr halt nur ein paar hundert Gramm her so. Und es ist ja dann halt auch erstmal nicht was für den Massenmarkt so. Also wenn weil er gar nicht die Möglichkeit hat, auch mehr herzustellen. Genau, oder halt eine professionelle Presse oder so, wenn du Pillen drehst, so, brauchst du ja noch Zeug, das es zusammenhält und dann eine vernünftige Presse und so. Und auch schon also ein weiteres Indiz ist zum Beispiel, also es gibt ziemlich seriöse Hersteller, die kümmern sich sogar um die Umwelt. Es ist in den Niederlanden und auch in Belgien schon mehrfach vorgekommen, dass die Behörden einen Anruf, einen Brief, eine E-Mail gekriegt haben, dass auf einem Parkplatz an der Autobahn ein Anhänger, ein Tankwagen stehe und in dem Tank sei das und das drin und das müsste man halt entsorgen. Das heißt, die tut die Abfälle, die chemischen Abfälle aus der Produktion nicht irgendwo in die Umwelt abkippen, verkippen, verklappen oder wie man das auch immer nennen will. Die stopfen das alles irgendwie in einen großen Tanklastzug und stellen das irgendwo ab und stellen das, sagen dann die Behörden, da und da steht es, so wird es zumindest umweltgerecht entsorgt. Es zahlt dann zwar der Steuerzahler, aber letztendlich ist es immer noch vernünftiger, als das irgendwie reinzuschicken, in der Hoffnung, dass nicht so schnell so viele Fische sterben, dass es gleich jeder merkt. Und aufgrund dieser Mengen, die in so einem Sattelschlepper-Anhänger drin sind, weiß man auch, in welchen Mengen hergestellt werden. Da geht es nicht um Hunderte von Millionen, da geht es um Milliarden von Pillen, die man aus diesen aufgrund der Abfälle hergestellt hat. Ich denke, heute gibt es ein anderes Problem.
es viel gravierender ist und wo Drug-Checking auch vonnöten ist. Und so eigentlich erst seit ja, inzwischen bald 4 Jahren ist GHB verboten. Gamma-Hydroxybutyrat. In Deutschland in der Apotheke erhältlich auf Rezept unter dem Namen Sumsanit. Das ist ein Schlafmittel, ein Betäubungsmittel, wurde sehr lange als Geburtshilfsmittel verwendet, vor allem auch bei Kaiserschnitt, aber auch bei normalen Geburten. Und wird zum Beispiel als Mittel bei Narkolepsie eingesetzt, heißt als Medikament auch in Belgien gibt es das, auch jetzt auf dem deutschen Markt, X-REM. Und das ist das Natrium, also NaGHB. Und seitdem das eben nur noch als rezeptpflichtiges Medikament zur intravenösen Applikation heißt es, im Anhang des Betäubungsmittelgesetzes. Das heißt, wenn ihr das, du kannst dir das vom Hausarzt verschreiben lassen, aber damit er sich nicht strafbar macht und das auf einem normalen Rezept verschreiben kann, muss er dir eine Packung Kanülen dazu verschreiben. Wenn da also der Hausarzt dir das verschreibt und gleichzeitig eine Packung Kanülen verschreibt, dann ist es kein BTM. Wenn er dir keine Kanülen dazu verschreibt, ist es gemäß Gesetz ein BTM und dann muss er ein Betäubungsmittelrezept. So steht es im Anhang Betäubungsmittelgesetz. Ja, was Juristen sich ausdenken in dem Beamtensturm ist unglaublich. Nun, GHB ist erstens leicht herzustellen, aber da es verboten ist, wird halt GBL hergestellt, ein sehr ähnlicher Stoff, der im Körper in Sekundenschnelle in GHB umgewandelt wird. GBL kann man nicht verbieten, weil wenn man GBL verbieten würde, dann würde man also zweistelligen Prozentsatz der Großchemie lahmlegen, weil das ist ein Lösungsmittel, das ist also in x Reinigungsmitteln, nahezu alle Graffiti-Entferner bestehen fast ausschließlich aus GBL. Nur hat das den Nachteil, GBL wird halt industriell hergestellt als Reinigungsmittel, als Lösungsmittel und enthält im Schnitt 98-99% GBL und sonst halt irgendwelche herstellungsbedingte Verunreinigungen. Das ist natürlich wesentlich billiger, weil für ein Pharmaprodukt gelten ganz andere Richtlinien als für industrielle Massenware für industrielle Zwecke. Aber aufgrund der Tatsache, dass eben GBL kein BTM ist, dass GBL sehr leicht herzustellen ist, dass GBL aus sehr vielen Mitteln direkt extrahiert werden kann oder sogar direkt verfügbar ist in 50, 100 Liter, 500 Liter Behältern industriell zugreifen kann, ohne aufzufallen, konsumieren die Leute GBL heute. Wäre nichts einzuwenden, aber die wenigsten wissen erstens oft nicht, ob sie GHB oder GBL kriegen. Das heißt einfach Liquid Ecstasy, obwohl es nichts mit Ecstasy zu tun hat. Und vor allem, GBL muss man deutlich niedriger dosieren als GHB. Das heißt, der Körper macht aus 10 Milligramm GBL ungefähr 10,4 Milligramm GHB. Und wenn man das nicht weiß, dann kommt es zu Überdosierungen. Und wenn man auch die chemischen Verunreinigungen nicht kennt, kann es auch zum Beispiel mit bestimmten Medikamenten oder für Leute, die Allergiker sind, zu ausgesprochen unangenehmen Nebenwirkungen kommen. Also ein neuer Schwerpunkt für Drug-Checking müsste eigentlich ein Schnelltest oder eben ein guter analytischer Test vor Ort, zum Beispiel an Massenveranstaltungen sein,
so dass die Leute nachprüfen kann, in welcher Konzentration ist mein GHB oder GBL. Weil das Problem bei GHB ist die Dosierung. Aber bei LSD, wenn man die zehnfache Dosierung erwischt, da ist man vielleicht völlig neben der Kappe für ein paar Stunden, aber es hat eigentlich im Allgemeinen keine gesundheitliche Konsequenz. Du kriegst keinen Leberschaden durch LSD, du kriegst keinen Nierenschaden, die Nerven gehen auch nicht kaputt. Also jemand, der LSD verträgt und eine Überdosis davon kriegt, regeneriert sich. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz, ganz gering, dass er bleibenden Schaden kriegt. Aber bei GHB ist, wie man sagt, die therapeutische Breite sehr klein. Und wenn man da zu viel von erwischt, dann kann man ins Koma fallen und je nach Kombination mit anderen Drogen, und dazu zählt vor allem der Alkohol, Alkohol und GHB ist der häufigste Grund, dass jemand von einer Party ins Krankenhaus muss. Seit Jahren. Kann man in all unseren Berichten lesen, seit 1996 steht das alljährlich in all unseren Drogenpublikationen, GHB und Alkohol, das ist sehr riskant. Soll man nicht machen, muss man wirklich vorwarnen. GHB allein ist aber in zu hoher Dosierung eben auch kommt ins Koma und je nachdem, wenn es eben much too much ist. Reichen die Drug-Checkings, die es in anderen Ländern gibt, in der Schweiz nicht aus, um Berlin ausreichend zu informieren? Es muss am Ort direkt auch oft, sind so, also genau, wie viele Pillen sind es denn? Kann man es nicht so genau. Also, der Pillenmarkt ist in Europa, also Wien ist ein bisschen eine Ausnahme, aber Schweiz und Berlin, Frankreich, Belgien, Holland, Spanien, von den Orten kriege ich ja laufend die Resultate rein, weitgehend identisch. Ich kann also sagen, 3/4 der Pillen sind über ganz Westeuropa abgedeckt durch bestimmte Chargen. Aber ja, in Wien, die machen vor Ort Analysen, die bei großen Partys sind, wo 5.000, 6.000 Leute irgendwie in einer großen Halle Party feiern, dann geht das Projekt Check-It mit Chemikern und Pharmazeuten und bauen da ein großes Labor auf mit x Geräten von Gaschromatographen bis Massenspektrometer und IRR-Analysen und ähnlichem mehr. Und die Leute können dann ihre Proben abgeben und haben dann 20 Minuten spätestens eine halbe Stunde später ihr Resultat. Das heißt, je schneller das Ergebnis vor Ort ist, umso höher ist die Wirksamkeit von Drug-Checking. Auch in Zürich wird das gemacht. Safe Party People analysiert vor Ort an Partys. Das machte Daniel Allemann, der ist ja, Leiter des Apothekenaufsichtsamtes des Kantons Berns und sein Hobby ist es, auf Open Airs und an Partys mit einem mobilen Labor, das nicht viel größer ist als dieser Tisch hier auf 4 Rädern, 3 Ebenen, wo vollgepackt mit Technik, kostet ungefähr rund 200 bis ja, 200.000 Euro, was da an Elektronik und Technik und Computer und Messgeräten drauf ist. Und also an Open Airs stellt er 3 Videokameras hin und 3 Leinwänden und in der Nacht ist also im Umfeld von seinem Infostand und seinem Labor oft mehr Leute als im Trip-Bereich, weil die Leute hochinteressiert zuhören und er als sehr versierter, muss sagen, also Daniel Allemann ist ein sehr versierter Pharmazeut, der sehr viel weiß, sehr viel Praxiserfahrung hat und den Leuten wirklich erklärt, was da drin ist, wie er das analysiert und Fragen beantwortet.
beim Analysieren, wie das wirkt, welche Neurotransmitter und welche Synapsen und welche Wechselwirkung und wenn er etwas findet, was nicht vorher gesehen ist, wie viel Milligramm und erklärt, was das für einen Schaden hervorrufen kann. Es gibt ja auch Stoffe, die man findet, die relativ ungefährlich sind. Ich meine, wenn irgendwie 10 Milligramm Koffein oder 5 Milligramm Koffein in der Amphetaminprobe sind, dann ist es zwar Betäubungsmittelbetrug, ein Straftatbestand, den es in Deutschland nicht gibt, aber in der Schweiz gibt das. Also, du wirst stärker bestraft, wenn du zum Beispiel Placebos verkaufst, wie wenn du echte Drogen verkaufst. Wenn du LSD-Trips verkaufst, du lässt kein LSD drauf, dann wirst du nicht nur wegen versuchten Drogenhandels, es ist dann kein vollendeter, sondern versuchter Drogenhandel, der ist genauso strafbar wie echter Drogenhandel, aber du wirst zusätzlich noch wegen sogenannten Betäubungsmittelbetrugs. Das ist einfach Betrug. Du verlangst Geld für etwas, was nicht da ist. Aber das illegale, ein illegales Produkt ist, es ist Betrug. Also hast du einen Anklagepunkt mehr. Das ist aber sehr ehrlich. Ja, das ist Ehrlichkeit ist notwendig. Wenn alle ehrlich wären, hätten wir viel weniger Probleme. Also Vor-Ort-Analysen, auch in Frankreich, selbst die Österreich hat eine Mieterrechtsregierung. Frankreich hat eine Mieterrechtsregierung. In Frankreich ist es die Regierung, die vor gefährlichen Pillen warnt. Gehst auf IFRAIF.net, Webverzeichnis, Drogeninformationen, Drug-Checking, da findest du Gouvernement, Français, Gesundheitsministerium, da heißt es Alert, also Warnungen, da findet man eine Riesenliste über die ganzen Jahre hinweg mit Bildern, genauso wie unsere Dinger gemacht sind, seit Jahren machen die das auch. Pillen, die auftauchen, wo etwas anderes drin ist, neue Substanzen, die auftauchen, mit Bild, mit Beschreibung, mit Literaturangaben. Sehr seriös wird, also nicht so wie hier, also das dann irgendwie nur erzählt, wie schlimm das ist, sondern korrekte Literaturangaben mit direkten Links zu Aerovit, zu MAPS, zu der internationalen Fachliteratur. Kann man ungefähr sagen, wie viele Pillen im Moment oder immer im Markt sind und wie oft eine neue kommt, also jeden Tag eine neue oder alle Monate eine neue, so eine Richtung? Also die beste Übersicht haben, glaube ich, die Niederländer, weil die ein nationales Monitoring-System haben. Es gibt. Die haben quasi jede erfasst, oder? Was heißt ja. Jede? Es gibt, man kann einfach nur gucken, dass man möglichst viele erfasst. Hm. Aber in Holland ist das gut eingebürgert. Erfunden hat das Ganze Auguste Delors, der hat das Informationsbüro für Drogen in Amsterdam gegründet, Ende der 80er Jahre. Der hat das Drug-Checking eigentlich eingeführt in Holland. Der hat auch die sogenannte Safe House Campaign Ende der 80er Jahre ins Leben gerufen, also Sicherheitsstandards für Partys. Das ist also sozusagen die Avantgarde von all dem, was heute irgendwie Safer Use im Partydrogenbereich und was, also heute nennt man das Safer Clubbing, er hat das Safer House genannt, weil damals gab es ja noch kein Techno, da hieß das ja noch Acid House und Hausmusik. Also so alt ist das Know-how. Und es ist wirklich erstaunlich. In den Niederlanden wird das mit Erfolg gemacht. Und hier wehrt sich die Regierung mit allen Mitteln dagegen. Das ist nicht nachvollziehbar. Es ist wirklich nicht nachvollziehbar. Es ist einfach nur fundamentalistisch dumm. Wie aus einem religiösen Wahn heraus. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Nun, in Holland gibt es also verschiedenste Büros. Also Jelinek-Institut in Amsterdam hat zum Beispiel ein Abgabebüro, wenn du da bist, am Dienstag deine Pille abgibst, dann hast du spätestens am Freitag dein Resultat, weil es wird
immer in das Delta-Labor nach Utrecht gebracht. Aber es gibt eben noch x andere verschiedene Büros, Drogenberatungsstellen, wo man seine Pillen abgeben kann. Und dadurch haben die also, die untersuchen Tausende von Pillen jedes Jahr, also so zwischen 3.000 und 5.000 Pillen im Jahr und auch viele gleichartige, nicht gleich aussehen, wo sie feststellen, das ist aus der gleichen Charge. Und die kommen also auf etwa 10 bis 15 neu auftauchende Pillen pro Monat. Und ja, und also das deckt sich mit den Erfahrungen, also und was wir da so in der Schweiz analysieren. In der Schweiz gibt es Drug-Checking in Zürich, da macht das Safer Party, das ist Streetwork Zürich, wo das organisiert. Dann in Solothurn, Eve & Rave, da kann man die Pille in der Bahnhofsapotheke abgeben oder bei Eve & Rave abgeben oder eben auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo Eve & Rave präsent ist. Dann gibt es Drug-Checking im Zusammenhang mit Beratung von Stiftung Kontakt. Und da heißt es, dass die Spezialabteilung der Stiftung Kontakt, das heißt Pilot E, Pilotprojekt Ecstasy, die haben im Moment, wird es in Bern nicht gemacht, aber dafür wird es von Biel aus organisiert, das Streetwork Biel, aber die hängen alle zusammen. Die Schweiz ist nicht so groß, nicht von Zürich nach Bern. Da fährt man weniger lang als, oder von Biel nach Bern, da fährt man so lang wie von hier nach Kreuzberg. Also es ist keine Distanz, die Schweiz ist klein. Also, hat etwa doppelt so viele Einwohner wie Berlin. Also es ist im Grunde genommen eine größere Agglomeration. Es sind einfach andere Verhältnisse als hier. Also müssen Sie sich vorstellen, wenn man Drug-Checking schweizweit anguckt, dann müsste es in Berlin mindestens 2 Abgabestellen und 2 Gruppierungen gegen die Drug-Checking machen, weil so sieht es in der Schweiz aus. In Basel wollen sie jetzt auch ein Drug-Checking einführen und dass Apotheken sich daran beteiligen, damit man eben einen genaueren Überblick bekommt. Was schätzt du, wie lange sich, wenn 10 auf den Markt kommen im Monat, wie lange so der Durchschnitt ist, wie eine auf dem Markt ist? Also ist das manchmal nur... Das ist sehr variabel. Von einem Wochenende... Also einmal draufgeschmissen. Einmal rausgeschmissen an einer großen Party. Es gab Pillen, die gab es nur an der Street Parade in Zürich. Die sind nirgendwo sonst aufgetaucht. Gute Pillen, korrekte Pillen, kann man nichts sagen. Aber die gab es nur an der Street Parade. Vermutlich war die Charge danach ausverkauft. Sie ist weder in Basel noch in Winterthur noch in Solothurn oder Bern aufgetaucht als sonst wo in Europa. Und andererseits gibt es Pillen, ja, die 3-4 Jahre lang auf dem Markt sind. Und was gibt es öfter? Ja, eher so Kurzzeit oder so mittelfristig? Habe ich jetzt nicht durchgerechnet, um das genau zu beantworten. Ja, ja, das ist schwierig. Das ja. Ist, ich habe ungefähr 1500 verschiedene Pillen in meinem Rechner. 1500 verschiedene? Ja, also ungefähr ja, und knapp 1000 hat Eve & Rave untersucht. Ja, 700, ja, sind sogar schon mehr. Und dann ja, viel mehr, über 2000. Im Moment gibt es eher so 700 Pillen auf dem Markt. Also viele sind ja verschwunden von denen wahrscheinlich. Ja, ich denke, das ist europaweit. Weißt du, es gibt, ja, was heißt gibt es? Es gibt Drogenhändler, die haben 3 Kunden. Der Pfarrer, der Bäcker gegenüber oder seine Tochter und vielleicht noch der Schwager. Und die kaufen 10 Pillen. Und wir kaufen nach 2 Jahren 2 Pillen davon. Sind also, man kann nicht sagen, die sind auf dem Markt. Also es gibt wirklich vom Kleinsthändler bis zu jemand, der an der Love Parade in Berlin oder an der Großveranstaltung 10 Pillen verhökert, an irgendwelchen Zwischenhändlern. Man kann da nicht eine bestimmte Zahl nennen. Aber
Wenn man so Großveranstaltungen anguckt, würde ich sagen, in jeder bestimmten Gegend sind meistens ja, hauptsächlich ein halbes Dutzend bis ein Dutzend Pillen seriell erhältlich bei verschiedenen Leuten und dann vielleicht noch ein, zwei Dutzend bei ein paar wenigen, die die halt vor einem halben Jahr eingekauft haben und dann ist irgendwie Klassenfest oder 10 Jahre Abitur oder was auch immer und dann brauchen wir halt 20 Pillen. Andere Sachen sind auch noch vielleicht zu erwähnen. Das ist der sogenannte, wie spät haben wir? Viertel nach sechs. Vielleicht zum Schluss noch ein Thema, das ist Mischkonsum. Viele Drogenberatungsstellen, viele Regierungsbeamte, selbst Szeneorganisationen haben sich dazu verleiten lassen, generell vor Mischkonsum zu warnen. Und haben sich dadurch ganz einfach unglaubwürdig gemacht. Weil Drogenmischkonsum betreibt die große Mehrheit in dieser Gesellschaft. Man ginge in Berlin in ein gut bürgerliches Restaurant, nach dem Essen, eine Zigarette, ein Kaffee und den Schnaps dazu. Das sind drei verschiedene Drogen. Man kann davon ausgehen, dass weit über 90% der Bevölkerung damit auch absolut umgehen kann. Das ist praktizierter Drogenmischkonsum. Und bei den 10 Drogen ist das nicht anders. Die meisten, die wir eh nehmen, die kiffen auch, die trinken ein Glas Sekt, die rauchen eine Zigarette. Und die, die ein Glas Speed nehmen, die nehmen nachher vielleicht auch noch GHB. Wenn sie intelligent sind, trinken sie vorher kein Bier. Das heißt, differenzierte Aufklärung, was Drogenmischkonsum anbelangt und nicht wiederholen, was alle anderen sagen, Drogenmischkonsum ist per se gefährlich. Es ist unglaubwürdig, weil die meisten betreiben Drogenmischkonsum und dem Körper ist es scheißegal, ob eine Droge legal oder illegal ist. Methamphetamin wirkt nicht anders, seitdem es nicht mehr in der Apotheke in 10er und 20er Pack erhältlich ist. Und GHB wirkt nicht anders, ob es legal in der Apotheke gekauft wurde oder illegal auf dem Schwarzmarkt. Ja, auch Kokain. Kokain ist ein Medikament. Jeder Apotheker muss gewisse Kokainprodukte vorrätig halten. Das ist Pflicht. In jedem Flugzeug ist Kokain an Bord, nämlich im Notfallkoffer. Muss. In jedem Flugzeug, ja. In jedem Flugzeug ist zum Beispiel auch jede Menge Ketamin drin. Muss. Weil man braucht starke Schmerzmittel nach einem Absturz. Die Leute haben irgendwie abgerissene Glieder, zerquetschte Glieder. Da braucht man das. Also schon, man kann nicht sagen, das ist eine illegale Droge, das ist ein legales Medikament. Viele Stoffe sind gleichzeitig illegale Droge und legales Medikament. Es ist immer eine Frage, wie wird es gebraucht, bei welcher Indikation medizinisch, bei welchem Set und Setting für den nicht-medizinischen Gebrauch und in welcher Kombination mit anderen Substanzen. Und sich da vermehrt zu informieren, Drogenmischkonsum, es gibt bestimmte Dinge, die gehen nicht miteinander, 2 Weißbier, am Abend tut die meisten Leute nicht weh, verträgt man gut und ein paar Milligramm GHB am Abend verträgt jemand auch gut. Aber wenn ich erst die Weißbier trinke und dann das GHB nehme, dann kann es sein, dass ich ins Krankenhaus muss, in die Intensivstation. Wenn ich aber erst das GHB nehme
und eine Stunde später die zwei Weißbier trinke. Der Vertrag ist kaum Anlass, dass jemand deswegen ins Krankenhaus muss. Das sind minimale Unterschiede. Vorher, nachher. Was wirkt wie? Zum Beispiel. Trinke ich Alkohol und nehme dann Kokain, dann bildet sich im Körper ein spezieller Stoff, Kombination von Kokain und Alkohol, das heißt, das Kokain wirkt stärker. Nehme ich erst das Kokain und trinke dann den Alkohol, dann habe ich diesen Effekt nicht. Das heißt, die gleichen Drogen, zum Teil nur geringer Unterschied, ob ich 10 Minuten vorher den Alkohol trinke und der Alkoholpegel im Blut dadurch vorrangig schneller steigt, als wenn ich dann das Kokain danach schnupfe, oder erst die Nase nehme und 10 Minuten später den Alkohol trinke, ist das eine andere Wirkung. Und eine andere Intensität. Das heißt, Drogenmischkonsum erfordert einfach Fachinformation. Aber zu sagen, prinzipiell, das ist schlecht, da grinst jeder Drogenkonsument im Grunde genommen. Weil er betreibt ja schon Mischkonsum. Und die große Menge der Leute hat ja keine Probleme mit Drogen. Was in den Zeitungen steht, ist ja, und was die Drogenbeauftragte sagt, ist ja immer das Spiegeln von den Leuten, die gestrandet sind. Sicher, es gibt Probleme. Man kann einen Beitrag leisten, diese Probleme zu mindern. Durch gute Aufklärung, durch Beratung, durch Hinweise zu Set und Set. Die gehört ja nicht nur Substanzkunde dazu, sondern eben auch die Rahmenbedingungen. Die persönliche Set, das persönliche Empfinden, die persönliche Befindlichkeit, die Erwartungshaltung und das Setting, die Umgebung, die Leute, mit denen man die Drogen nimmt, dann, wenn man eine neue Substanz nimmt oder eine neue Substanzkombination, dass man das mit jemandem macht, der da schon Erfahrung hat, der einen beraten kann, dass wenn etwas Außerordentliches passiert, vielleicht erklären kann, warum das jetzt gerade so ist, dass es gar nicht schlimm ist oder dass es in dem Fall besser ist, sich hinzulegen und was zu trinken. Das heißt, Information, erst informieren, dann diskutieren und erst dann konsumieren. Ja, super. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Und für wen das vielleicht too much war, es gibt drei Sachen, die ich zu verteilen habe. Das eine, das kostet gar nichts, das ist ein kleiner Zettel. Da steht meine E-Mail-Adresse drauf, da steht eBrave.net drauf, da steht Drogenkult.net und planetware.de drauf. eBrave.net, da findet man alle Infos über Drug-Checking, vor allem im Download-Bereich, PIN-Wissen, PIN-Warnungen. Im Rechtsbereich sind dann auch die ganzen Rechtsgutachten dazu, sowohl für die Schweiz wie für Deutschland. Und auf Drogenkult.net findet man unter Fachinformationen sehr ausführliche Beschreibung zu einzelnen Substanzen, auch zu Set und Setting, zu Geschichte, zur Erste-Hilfe-Maßnahmen, was tun im Drogennotfall, wenn einer das haben will. Ich habe schon. Du hast schon. Du hast. Du kennst. Hast schon lange. Und wer lieber lesen will, kostet hier 10 Euro. Drug-Checking, quantitative und qualitative Analyse von Ecstasy und andere Substanzen. Kann jeder gerne mal reingucken, wenn es interessiert. Und das andere heißt Drogenmischkonsum, das Wichtigste in Kürze zu den gängigsten Partydrogen. Das ist ein Buch. Wenn ein Fremder das an der Buchmesse aufschlägt, der weiß ich innerhalb von Sekunden, wie er denkt. Das steht nämlich dann als Untertitel. Das erste Wort heißt Genussoptimierung. Und wenn ein Lächeln kommt oder ein sechses Zurückgucken oder ein gar wegschmeißen des Buches, dann weiß ich genau schon, welche Position
jemand da reingucken will. Was da drin steht, hast du es zu Hause? Was da drin steht, gibt es zum größten Teil online auf drogenkult.net. Ich habe noch eine kleine Frage, und zwar, ich denke mal, du bist ja viel rumgekommen und halt auch in verschiedenen Bereichen der Szene unterwegs gewesen, und mich würde halt interessieren, einerseits, wie sich in den verschiedenen Szenen, in der Goa-Szene, in der Psytrance-Szene, House und Techno, wie sich das Konsumverhalten einerseits differenziert und auch die Bereitschaft der Partygänger, sich halt auf dieses Drug-Checking oder überhaupt auf Beratung oder so einzulassen. Also, die Goa-Szene und die Trance-Szene ist die Szene, die am häufigsten um Infostände angefragt hat. Aber nicht ausschließlich. Also es gibt auch aus der House-Szene und aus der Hardcore-Szene und Gamma-Szene Anfragen. Aber vor allem bei Open Airs und bei größeren Trance- und Goa-Veranstaltungen sind die meisten Anfragen. Was das Interesse für verschiedene Substanzen anbelangt, ist das sehr, sehr spezifisch. Also wir haben, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber in einem doppelstöckigen großen Club in Berlin zwei Infostände gehabt. In diesem Gebäude sind zwei Clubs, aber manchmal bei Großveranstaltungen werden einfach die Treppenhäuser durchgängig und die Leute können oben und unten feiern. Das heißt, an der gleichen Party einfach dann ein Floor mehr, sind dann zwei Floors und dann gibt es noch einen Chillbereich auf einer großen Terrasse und Ähnlichem und in einem Raum drin. Aber oben und unten wurden völlig unterschiedliche Informationen abgefragt. Da hatten wir die Pärchen, und zwar von einer befreundeten Organisation aus Frankfurt am Main. Alice-Projekt nennt die sich, und die haben zu Substanzen, aber auch zu Partyleben und zu Politik und zu Bewusstsein so kleine nette Kärtchen gemacht mit kurzen Infos zum Nachdenken. Und im einen Stockwerk wurde ein Vielfaches an Informationen zu Kokain gezogen als im anderen Stockwerk. Und umgekehrt war es der Fall zu Amphetamin-Methamphetamin. Das heißt, selbst im gleichen Haus, mit der gleichen Eintrittskarte, bilden sich doch bestimmte Kriegen für bevorzugtes Interesse für bestimmte Substanzen. Ist also, und es war sehr ähnliche Musik. Also es war nicht also so, dass in einem Stock völlig andere Stilrichtung als im anderen war. Es gab sogar gewisse DJs, die haben zu bestimmten Zeiten im einen Stock aufgelegt und zu einer anderen Zeit im anderen Stock. Die ging sehr lang, die Party. War nicht so nur eine Nacht, 12 Stunden, war immer ein bisschen länger. Und daran kann man sehen, es ist wirklich sehr klickenspezifisch. Aber sagen wir, in der Goa-Szene werden mehr Psychedelika genommen und in der House und Hardcore, Metal, Gamma werden mehr Entaktogene genommen. Das heißt, das sind keine Ausschließlichkeiten, aber einfach schwerpunktmäßig. Oder man kann auch sagen, ja, GABA ist mehr eine Indoor-Geschichte, mit Ausnahme weit von Nachttanz-Demo und Fuck Parade. Aber die meisten GABA-Veranstaltungen sind Indoor-Veranstaltungen. Und Goa ist halt, ja, doch stark auch an Open Air orientiert, und dadurch gibt es schon spezifische Unterschiede. Gibt da natürlich auch regionale Unterschiede. Also, ich kenne keine Stadt, die so verspeedet ist wie Berlin. Also, man kriegt hier schneller eine Nase Speed als eine Tüte angeboten mit vielen Clubs. Die Leute kiffen nicht.
die nehmen nur LSD und ziehen Speed. Und es gibt, ja, in anderen Städten könnte ich mir das kaum vorstellen. Da kriegt man erstmal eine Bon angeboten oder LSD oder Mescalin oder Zauberpilze oder eine E oder sonst irgendwas Nettes. Aber das Darreichen von Speed wie in der bürgerlichen Gesellschaft den Aperitif, nicht Campari Soda oder Martini oder was auch immer so vorweg als Appetizer, das ist, sagen wir schon, Berlin-spezifisch. Wobei sich das nicht mehr auf die Partyszene beschränkt. Also ich war schon bei ganz bürgerlichen Geburtstagsveranstaltungen, wo, sagen wir, die Mehrheit in Anzug und Krawatte und die Damen in Döpjes mit schönen Perlenkollier erschienen sind. Und es war einfach eine Selbstverständlichkeit, dass weiße Pimmerchen rumgereicht wurden, genauso wie der Schnaps und die Zigarre oder Rauchwaren. Und das ist in Berlin extrem. Also mehr als in anderen Städten. Jo, keine Fragen mehr. Dann danke für die Aufmerksamkeit. Machen wir Schluss und ich wünsche allen noch einen schönen Abend und ein nettes Wochenende. Ja,